Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere fallen, die Industrie fallen, überließ meine Familie dem Schicksal. Ich wählte die Narrengabe. Ich gab vor, König Salomo erscheine mir schon, stärkt man mich in ein Irrenhaus. Das Stück spielt in einem Sanatorium, in einem Irrenhaus. Und die Hauptfigur Möbius hat sich aber dort nur versteckt und gibt sich als irre aus. Er ist in Wirklichkeit gar nicht irre. Er hat ein großes wissenschaftliches Geheimnis zu verbergen, dass er sozusagen dort mehr oder weniger bis an sein Lebensende mit ins Grab nehmen möchte. Und nun stellt sich aber heraus, dass er nicht der einzige Täuscher ist, sondern es sind noch mehrere andere Figuren auch in diesem Irrenhaus, die sich als irre ausgeben, es aber nicht sind. Und die sind alle hinter diesem Geheimnis her. Am Ende stellt sich aber heraus, dass selbst die alle von einer weiteren Person hinters Licht geführt werden. Und wir haben einen hoffentlich überraschenden Schluss. Die von uns suchen, die Freiheit zu bewahren, kriegen, sprechen hier aber die Verantwortung ab, sie dagegen, Alter. Verpflichten die Physik im Namen der Verantwortung der Machtpolitik eines bestimmten Landes. Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? Darüber verlange ich Auskunft, soll ich mich entscheiden. Wir haben einerseits versucht, diesen Groschenheft, Groschenroman-Charakter des Stückes ein bisschen weiter nach vorne zu spielen. Weil Dürrenmatt macht es ja ganz bewusst, um die Zuschauer sozusagen erstmal reinzulocken in das Stück. Da gibt es den abgefuckten Inspektor, da gibt es irgendwie Geheimagenten, da gibt es eine durchgeknallte Irrenärztin. Und sozusagen das ein bisschen nach vorne zu holen. Man darf doch rauchen. Es ist nicht üblich. Pardon. Eine Tasse Tee? Lieber Schnaps. Sie befinden sich in einer Heilanstalt. Dann nicht. Dann haben wir aber auch noch versucht, unsere eigene Auseinandersetzung als Ensemble mit dem Stück und mit dem Thema des Stücks ein bisschen zusätzlich mit auf die Bühne zu bringen, sodass man sowohl, sage ich mal, spürt, okay, dieses Stück kommt aus den 60er Jahren und es hat eine bestimmte Ästhetik. Wir zitieren im Kostüm ein bisschen Edgar Wallace, es ist eine bestimmte Zeit. Und andererseits sind wir aber auch heute und heute sind die Problematiken teilweise noch ein bisschen anders. Und der Zuschauer ist dann eingeladen, selber für sich zu entscheiden, wo er seine Schwerpunkte setzen mag. Ich will Sie doch gar nicht verachten, Albert, weil Sie mich für verrückt halten. Warum weigern Sie sich nicht, einen Fernseher einzuschalten, wenn Sie nichts von Elektrizität verstehen? Sie sind doch hier der kriminelle Richard. Es ist eigentlich zu 80% Drehbuch, aber es ist sehr, sehr vieles natürlich aus Improvisationen entstanden. Aber dafür muss man es eben immer und immer wieder proben, dass man dann merkt, okay, es gibt hier kleine Fallen, es gibt sozusagen Risiken. Und mit denen muss man dann umgehen lernen oder man muss versuchen, sich Alternativen zu bauen. Was passiert, wenn das passiert, wie reagieren wir dann? Und tatsächlich geht es mir gerade im ersten Teil darum, dass teilweise so viele Sachen parallel passieren, dass genau dieses System eben immer so kurz am Kippen ist. Weil genau darum geht es an dem Stück, dass man eigentlich so viel laufende Parallelprozesse gar nicht kontrollieren kann. Fällt Ihnen denn nichts auf, Inspektor? Inwiefern? Denken Sie an die beiden Kranken? Beide sind Physiker, Kernphysiker. Und? Sie sind wirklich ein Mann ohne besonderen Argwohn, Frosch.